Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kabin. Und ja, wir gehen jetzt mal kurz in die Fabrik, ein paar Sachen klären. Denn wir werden wahrscheinlich die nächste... Wir werden nämlich die nächste Horde da verbringen. Denn da haben wir nämlich hier ganz in Ruhe, das war, haben wir hier noch Zeit, die Base umzubauen. Warum flackert denn das jetzt auf einmal? Okay. Und deswegen habe ich hier Badabumse mit, um das einfach mal zu testen. Habe ich jetzt hier zufällig einen Zombie? Muss ja bloß einer sein. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. So, und da bin ich auch wieder. Alter, 7 Days ist schon wieder ein Ding für sich alleine. Ich habe jetzt wieder alles, was Schatten geht, deaktiviert. Alter, wer programmiert denn so einen Rotz? Echt mal. Muss doch mal gesagt werden. Ich mag das Spiel, ja. Aber Performance, also... Verdammt nochmal, geht anders. Ey, andere Spieler kriegen das doch auch hin. Warum schaffen die Pimps das nicht? 7 Days ist ja nun auch nicht erst 2 Tage alt. Flächenschaden. Okay. Ich hab's raus. Gut, dass ich meine Waffen nachladen muss. Unbezahlbar. Ja, ich hatte gerade meine Rage-Momente gehabt. Ey, ich habe echt soweit... ne, vor allen Dingen die Härte war... jetzt fängt das schon wieder an zu ruckeln. Ich verstehe das nicht. Vor allen Dingen, ich habe eine Grafikeinstellung abgespeichert. Warum speichere ich die ab, wenn er sie später dann wieder löschen tut? Ich weiß es nicht. Ups, Entschuldigung. Das war nämlich schon wieder alles umgestellt. Umgestellt, meinte ich. Und ich weiß, ich spiele hier alleine. Ein anderer stellt hier nie rum. Und ich wartet nicht. Mr. 7 Days. Was da los? Gut, also... Mein Plan ist, alles, was nach oben gehen tut, abbauen. Wenigstens die ersten 2 Etagen. Und dann hier noch Fluchtmöglichkeiten übrig lassen für uns. Was soll da schief gehen? Zombies. Kommen Sie mal bitte. Jetzt hat er erst gerafft. Na komm her. Und ich sollte den anderen Knüppel nehmen. Weil der ist nämlich viel schneller. Was der Zuhauen angeht. Der hat auch verpennt. Was ist denn hier los? Die Zombies wollen nicht. Und außerdem hier ist nichts respawned. Warum ist denn das oben auf dem Dach respawned gewesen? Und warum ist das hier zu? Ich habe doch letztes Mal gar nicht die Quest angenommen. Nee, letztes Mal so. Ach, ist mir doch egal. Erst killen. Obwohl, ich kann das ja so machen. 1. Wo sind denn die anderen? Da ist einer. Verschwinde doch mal. Der Stuhl ist doch stabiler, als ich gedacht habe. Cool, dass sie mithelfen. Hä? Wie kommst du her? Ich glaube, ich hab dich auf der anderen Seite aufgeploppt, ja, Papa. Mann, lass mich in Ruhe. Wieso? Jetzt sieht das schon wieder los. Gut, wir werden ihn oder Zwiebel Honig schon finden. Das ist alles ja kein Problem. Ja, sag ich doch. Ich hab halt auf die Seite aufgekloppt, ihr habt ihr Geld.
Nun gut. Hast du noch ein bisschen Honig? Nee. Aber ich kann mich erinnern, wir haben letztes Mal hier eine Erde, die lootet, ja, wa? Da frage ich mich bloß, was die Zombies hier denn wieder wollen. Warum schaffen die Zombies schneller zu spawnen als der Loot? Ist das normal? Jo, alle Dude. So, Scheidämpfer. Arsch. Warte mal. Ich war noch nie so weit. Oh, oh. Wartet mal. Hihi. Gut, das habe ich mir anders vorgestellt. Hier, nimm. Hey, hey. Ihr sollt damit spielen, nicht mit mir. Gut. Hä? Er steht auf mich. Was für ein Dummbrot. Gut, mit den Granaten und Dynamit habe ich mir jetzt besser vorgestellt. Hat jetzt nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Und da frage ich mich, wo jetzt der olle Klops so hin ist. Das ist ja weiß. Die sind wirklich dumm. Wie Brot. Oh, guck mal. Der steckt mit seinem Kopf. Ich will ja nicht wissen, wo der stecken tut. Vor allen Dingen, wir haben ja gesehen, wie es hintenrum aussehen tut. Moment mal, hier sind doch Kisten. Das ist doch eigentlich eine Nahrungsfabrik. Und warum ist der Fass leer? Weil das haben wir hundertprozentig nicht gelootet. So was mache ich doch ja nicht. Ja, ja. Komisch, manche Sachen sind gelootet. Manche Sachen nicht. Ja, mal gucken in die Kantine. Vielleicht kriegen wir ja da ein bisschen Honig. Ein bisschen Honig. Nicht erschrecken. Okay. So. Oh, Alter, schon wieder diese scheiß Hopperhus. Mag kein Mensch. Ecke. Entspannung pur. Du warst eine Horde. Ich mach sie mir selber. Ein Kotzer. Das ist zum Kotzen. Ja, wie gesagt, eine Horde. Blödsinn. Auch kein Mensch. Leck's mich am Arsch. Hier. Nimm bitte. Oh, weg hier. Müssen nicht irgendwas explodieren? Sag, dreh doch erstmal eine Runde in Klotz. Heute gibt's Drehen. Die Autos fliegen tief. Was ist mit denen? Ach, da ist ja noch einer. Wo kam der denn her? Och ey. Ich gehe wieder nach Hause. Das macht keinen Spaß. Was ist denn heute hier los? Das Spiel ruckelt. Zombies drehen durch. Üblicher Tag bei mir heute. Oder was? Habe ich Tabletten mit bei? Siggi, nicht. Was ist mit denen?
Warum ist denn der so orange? Muss das so? Hat der zu viele Sonne bekommen? Gut. Pass auf, alles umsonst. Da ist nichts mehr drin. Gut, wir haben den auch bloß im Dunkeln gesehen. Lach vielleicht daran. Wo kommst du denn her? Ich hab gedacht, wir haben alle. Nee. Anscheinend nicht. Also irgendwie ist heute ein Knacks drin in der Folge hier. Da ist der nächste. Was ist denn hier los? Gut, die Stage ist ziemlich hoch. Wurde ich schon drauf hingewiesen. Aber ich werde jetzt nicht wegen die Kacke sterben. Dann muss ich da durch. So, ich hätte jetzt nichts gegen ein bisschen Honig. Oder irgendwas? Alter. Hey, Munition. Habt ihr das schon gewusst? Hier in der Mitte ist Munition versteckt. Uiuiuiui. Alter. Und wir haben noch nicht mal das Gebäude komplett geklärt. Wir sind gerade noch unten, ne? Und wir müssen mindestens in der zweiten Etage oder in der ersten Etage, besser so rum. Weil ich muss ja dann von oben da das 12. wegknattern und dann, ja. Uiuiuiuiui. Und keine Tabletten, nicht mit bei, na, das kann ja was werden. Spitzenidee, sag ich nur. Spitzenidee. Gut, ich hätte auch jetzt noch mal zurückgehen können. Das wäre zu einfach. Das reicht. Sag mal, wie viele Zombies sind denn hier drinne? Muss ich erst einen Karabin raushängen lassen. Also, ich habe ja nie den Ballermann gemacht. Für da. Hey, zappel nie so rum. Mann, 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 Mann. Aber Punkte kriegst du schon hier. Also wir haben schon eins wie Punkte. Ja, komm, die nächsten. Aber noch keine Schreitose. Wo kommst du denn her? Du kleiner Schlimiel. So, aber ich glaube, jetzt müssten hier eigentlich alle raus sein, oder? Warum halte ich nicht meine Klappe? Hey, was für ein Auge? Auge. Gut. Okay. Gut, die Kanzlerin snicken. Also, Sneaky Peaky. Den hau weg, die Scheiße. Aber dazu müsste ich erstmal die Tür öffnen. Ich sehe natürlich bloß den Käse im Hauken. Und da kann ich auch nicht rinschießen. Hallo. Scheiß Tür. Die ist aber schnell. Leg die dazu, genau. Machst du nicht falsch. Hast du meine Tablette hier? Ich glaube, ihr kriegt Kopfschmerzen.
Wer ist nochmal auf die Idee gekommen? Ja, explosiv. Das ist auch schon mal... Gut. Ey, sonst stolperst du auch über Tabletten hier so eine Art Hau ab, Hau ab. Jetzt, wenn du mal eine brauchst, ist keine da. So, wir sind jetzt schon bei 3,5%. Kein Honig, nichts da. Hab ich doch nicht, oder? Bevor ich irgendwas Falsches sage. Nee, diesmal habe ich eindeutig keine Honig mit bei. Warum sammelt das denn alles ein, Junge? Nee. So. Gut. Ich würde mal sagen, Erdgeschoss durch. Jetzt zieht es nach oben. Ich werde mal kurz reparieren. Ja, und wir sind noch nicht mal oben, Alter. Das ist schon lustig. Haha. Aha. Da ist nichts. Hier müsste jetzt... Warum sind da keine? Müsste hier nicht noch einer sein? Uhuhu. Das müsste so ja Ecke hinkriegen. Flupp. Das hast du noch nicht mal kommen sehen, Junge. Gut, die anderen habe ich nicht kommen sehen. Na gut. Leer. Leer. Ist ja alles leer. Ne Schrotze. Da drüben ist bloß Nahrung drin. Da ist doch einer. Komm vor, ich hab dich gehört. Nee, das ist bloß eine Soundkulisse. Okay, gut. Ess doch erstmal eine Stulle. Na gut. Ich würde mal sagen... Na gut. So, na, gucken wir mal weiter, wa? Gut, ich hab die ganze Zeit Licht an, ich Idiot. Vielleicht funktioniert der... Echt jetzt? Entschuldigung. Hey, der sollte doch tot sein. War er wohl nicht. Na gut. So, das ist auch leer. Das ist ja deprimierend. So, warte mal, ich sollte mal... wenn möglich... Wo ist sie denn? Ich hab sie doch aufgesammelt. Ich hab sie doch. Da. Ich sag mal so, ist besser wie Janusz. Jo. Nachgeladen. Jetzt können sie ruhig kommen. Müssen sie aber nicht. Von außen, glaube ich. Ne, müssen wir dann zum Schluss nochmal nachgucken. Da ist ja auch noch eine Leiter. Aber ich glaube, die geht nicht bis runter, ne? Glaube ich. Ja. Aber ich weiß es nicht. So, warte mal. Ich habe da eine Idee. Oh oh. Hat jetzt nicht so funktioniert. Ja, ich hab's mitgekriegt, Junge.
Aber so viel schon mal dazu. Also damit kannst du bestimmt gute Treppen abreißen. Habe ich mit Absicht gemacht. Das ist eine Falle. Ey, da macht das Zeug Schaden. Hui! Entschuldigung. Reflexe. Das ist hier auch kaputt. Ich glaube, mit dem Zeug sollte ich vorsichtig sein. Ein bisschen. Nicht clever. Gut, ich könnte jetzt das Ding hier trennen. Dann sollte ich aber auch. Ich jag mir doch selbst in die Luft. Hier, das für eine gute Idee. Ich habe gedacht, dass du das Tier wegspringen kannst und dass sie dann eben halt nie so. Ich spring mal da ruf, wisst ihr? So ist mein Plan gewesen. Aber. Ja, daran habe ich mich nie gedacht. Noch nicht. Ohohoho. Das müsste reichen. Ich glaube, das ist Blödsinn, weil die nämlich sonst hier lang rennen. Und weg. Gut, die können aber auch springen, ne? Ist halt bloß wegen Sicherheit. Hat jetzt nicht so funktioniert. Gut, egal. Ja, ja, ich wollte bloß gucken, ob das funktioniert. Hey, it hat it. Und komischerweise haben die das nicht mitgekriegt. Ja, aber so ein Furz, weißt du, so zack, bums. Ich bin Blut da. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz hier. Mindestens bitte. Funktioniert doch. Ist doch alles ja kein Problem. Komisch, da ist Plastik alle drin. Wie ist aber hier mal so eine Tablette oder Honig? Zufallsmäßig ist nie. So, das ist das erste, was wir wegsprengen müssen. Und zwar das da. Und das müssen wir eigentlich hinkriegen. Uiuiuiui. Das müsste auch weg. Das muss alles weg. Wenn Karbin an irgendwas Spaß gefunden hat, zieht er durch. Ach du Scheiße. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das doch so eine gute Idee war. Das knallt ja schön weg, das Ding. Wenn ich jetzt aber das damit wegspringe. Das ist all Blödsinn, was ich hier mache, wa? Ich glaube ja. Ich habe echt so gedacht, na, sprengst du hier das alt weg, aber dass das so viel Schaden macht. Ich habe gedacht, dass das bloß das hier wegmachen tut. Das Dumme ist jetzt, da können sie nämlich perfekt darauf springen. Da kann ich jetzt herumkloppen, wie ich will, wa? Ich könnte jetzt hier aufräumen. Das könnte durchaus funktionieren. Naja, geht die immer weiter hin. Und wisst ihr, was ich jetzt staune? Keine Scheiße.
Wie gesagt, ich darf noch nicht mal furzen. Denn steht es hinter mir. Aber schmeißt erstmal ein paar Tonnen TNT hier rum. Passiert erstmal ja nichts. So, und wenn ich jetzt das wieder zubaue, müsste das doch eigentlich. Seht ihr, und deswegen habe ich Unterbewusstsein so viel gebaut. Dass ich das wieder reparieren kann, dass die das später wieder kaputt kloppen können. Das soll ja eben halt bloß. Na, die werden das so oder so kaputt kloppen, oder? So. Meine Befürchtung ist eben halt, dass er das als Schwachstelle und dann versuchen sie hier rüber zu hüpfen. Wisst ihr? So habe ich mir das gedacht. Also, so denke ich mir das. Ob das so ist, ich weiß das nicht. Ja, wir haben ja nur 1-2 Tage Zeit, um das rauszufinden. Und wenn ich jetzt überlege, dass es 2-3 Treppen sind, die ich so vorbereiten muss, und ich muss ja hinten den Weg, den wir gegangen sind, muss ich ja auch zerstören. Also komplett. Sprich, das ist so gut. Aber der Rest ist Schmu. Gut, wie gesagt, dann springen sie hier auf. Die werden jetzt so oder so kaputt kloppen und dann irgendwann als Weg nutzen. Das ist schon mal so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber ich kann das Ding ja ein bisschen schwieriger machen, wisst ihr? So. Autsch. Und wie gesagt, ich sitze ja dann von oben und schmeiße dann auch Dynamit und so runter. Also sprich, alles, was die sich aufbauen, quasi theoretisch, ups, mache ich kaputt. Und wie ihr seht, kaputt machen kann ich. Und zwar mit Ditter. Ja, ich weiß, ich brauche Kopfschmerztabletten. Ich glaube, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich werde erstmal schnell zurück Tablette einschmeißen und ich müsste langsam mal Medizin nehmen, wa? Aber dann wisst ihr schon mal, was auf was ihr euch vorbereiten könnt. Und wie gesagt, wir müssen ja auch 1-2 Zombies. Alter, fällt da bis oben hinweg knattern. Sag mal, kann ich das auch, einfach bloß so ranhalten? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Damals konnte ich, glaube ich, das auch irgendwie rantackern. Schade. Hä? Ich habe doch Bandage genommen. Dann muss ich eh mal das nehmen. Und dann Schmerzmittel und Dings, genau. Vitamine, also die ganze. Oh, jetzt nehme ich nochmal. Das ganze Prozedere. Naja, wie gesagt, 1-2 Sachen, wenn wir zu tun haben. Und wenn das, wie gesagt, wenn das nicht funktionieren tut, dann kommen sie uns wenigstens die Hütte nicht auseinander. Ja, ja. So werden wir das tun. Wie gesagt, das erste Loch werde ich hier oben irgendwo reinsetzen. Und da sie mich als, so, ich stehe ja hier, das erkennen sie ja. Und dann versuchen sie da irgendwie was zu machen, stelle ich mir so vor. Und ich schmeiße dann von oben runter. Ob das denn so funktioniert, ist dann die zweite Sache. Und wie gesagt, die Dämonischen können dann von mir aus hier explodieren, wie sie wollen. Irgendwann werden wir zwar auch einstürzen, aber hey. Bis dahin ist noch lange hin. Gut, ich gehe erstmal zurück, hole ein bisschen Medizin,
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich hier den Chaos weitermache. Ja, gut. Chaos ist das richtige Wort. Also, bis dann. Tschüss.